jetzt gibt's Schmiere auch mal im Winter. Ja, wobei die letzte war auch schon im Winter, aber jetzt gibt's Schmiere mal mit Schnee. Beziehungsweise das Gebirge mit Schnee. Sieht eigentlich ganz hübsch aus. Ich versuche jetzt auch mal eine andere Route zu gehen. Ah, kurz. Wechseln. So. Die andere Hand ist belegt. Ja. Mal schauen, was sich auf dieser Route alles ergibt. Und wenn es was Schönes zu geben gibt, schalte ich wieder ein. Bis dann. Tschüss. Willkommen im Winter Wonderland. Die ganze Zeit schön die Stufen hinauf. Was heißt Stufen? Überwiegend Wurzeln. Also bisher ist der zweite Weg hier ein Stück weit einfacher als die komische Steige, die sonst jeder Besucher geht. Bin jetzt auch mitten in der Woche mal da. Das ist auch gleich viel ruhiger. Viel, viel ruhiger. Also das Wochenende ist hier super viel Tourismus unterwegs. Ja. Gut, dann mal weiter rauf. Gucken, wann irgendwann mal ein Gipfel zu sehen ist. Och, da ist ein Vöglein. Ich glaube, das sieht man hier nicht. Gut, bis dann. Tja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Es geht immer weiter rauf. Sieht man auch, naja, ein bisschen die Felswände. Ich weiß nicht, ob man dann auch noch hochkommt. Sehr schön, weil diesen zweiten Weg suche ich auch in der Hoffnung, noch einen schönen Ausblick erhaschen zu können. Sorry wegen den ganzen sprachlichen Aussetzern. Reden und die ganze Zeit Stufen hoch. Und unterbrochen ist ein bisschen meh. Und ja, ich weiß, eigentlich sollte man am besten einfach nicht reden. Ja, aber dann kann ich ja nichts zu der Gegend ein bisschen sagen. Wobei, andererseits, diese schöne Gegend hier, die spricht eigentlich auch für sich. Gut, mal gucken. Also ich habe hier schon ein paar Fußspuren entdeckt. Also irgendwann muss hier schon mal wieder jemand lang gegangen sein. Jo. Ui, ui, ui. Irgendwann müsste auch eine Weggabelung kommen. Okay, ach so. Da geht's hoch. Gut. Bis dann. Tschüss. So, nach weiteren Dutzend Stufen war ein Ausblick oder fast ein Ausblick. Überall kommt Schnee von den Bäumen runter. Ja, und ich hoffe, dass er irgendwie vielleicht noch da hochkommt. Also hinter mir geht es noch hoch. Mal gucken, wo man rauskommt. Also irgendein Ausblick wie von da oben wäre schon irgendwie ganz hübsch. Gut, bis dann. Tschüss. So, einen Höhepunkt habe ich jetzt schon mal erreicht. Ach, schön hier. Ich weiß nicht, ob man das so klar oder unklar auf dem Video sieht. Würde mich ja gerne mal umdrehen, aber ich glaube, dann knallt die Sonne da voll rein. Hier ist irgendwie so ein Schattenfleckchen. Ja, es war anstrengend. Es gibt da Stellen, wo der Felsen ziemlich, ziemlich eng ist. Muss man sich da so ein bisschen durchquetschen. Dann sind da noch so uralten Eisenstangen angebracht. Aber bisher hat sich's gelohnt. Also der Weg hier ist schon mal eine ganze Ecke schöner als der komische. Ich schreibe es in der Beschreibung, was das für ein anderer Weg ist. Der hatte einen Namen, irgendwas mit Steig. Heilige Stiege? Ich glaube schon.
Irgendwie sowas in die Richtung. Gut, dann noch einen schönen Ausblick. Uop. Vielleicht sieht man das hier so ein bisschen besser. Auf welcher Fläche ich mich hier gerade bewege. Es ist schon sehr, sehr schön hier oben. Also allein dieser Ausblick hier an der Stelle gefällt mir jetzt schon wesentlich besser als der andere halt von der Heiligen Stiege oder wie das Ding hieß. Ich glaube, das hieß wirklich Heilige Stiege. Gut, dann verabschiede ich mich mal hier wieder an der Stelle. Ciao. Oh, jetzt auch nochmal ohne jemanden dazwischen und eventuell auch weniger Windrauschen. Also hier an der Ecke hat man echt viel Aussicht. Oh, ist das warm, wenn die Sonne richtig rauskommt. Es ist richtig, richtig schön. Bin mal gespannt, wie sich das mit dem Video jetzt dann schlägt, weil das ist dann quasi nur mit dem Handy aufgenommen. Man hört sogar Stimmen von den Leuten, die ganz unten sind. Interessant. So, dann geht das jetzt weiter. Gucken, ob man hier irgendwie halbwegs gut vorbeikommt. Ah, so viel Gepäck. Schön hier, sehr schön hier. Übrigens geht das hier überall runter. Aber, oh, ist das hier auch ein Weg? Ah, ah nee. Ich hatte hier schon was gesehen. An der Felsen irgendwie durch. Spannend, spannend. Okay. Und zumindest ganz viele Fußspuren. Wie sind die denn hier? Die an der Seite hoch? Oh Gott, das wäre... Ich weiß nicht, ob das was wird. Schauen wir mal. Ui, ui. Hand wechseln. Uch, da bin ich irgendwie auf den Knopf gekommen. Jo. Da ging es gerade runter. Mensch, hier könnte man ja fast schlafen. Hübsch. Ach, da hinten ist sogar ein kleiner Eiszapfen. Ja, hier scheint tatsächlich welche lang gelaufen zu sein irgendwann mal. Zumindest sieht das ja aus wie so ein Pfad, direkt am Abgrund. Aber das ist mir nix. Aha. Interessant. Loch, das hatte ich schon mal von der anderen Seite gesehen. Aber von hier kommt man theoretisch sogar ran. Tja. Ui, ui, ui. Umpa, lumpa. Echt hübsch hier. Aber man sieht, hier sind schon wesentlich mehr Leute gewesen. Ordentlich viele Spuren. Wirkt man sich die ganze Zeit an diesem Massiv vorbei.
Okay. Wenn das anscheinend schon so beliebt ist, dann mal gucken zu gehen, dann tun wir das doch jetzt auch mal. Upsa. Ei. Neues Stativ, ich glaube, das habe ich jetzt schon alles zerkratzt. Ja, natürlich. Lasst euren Müll hier liegen. Könnte man sogar fast durch, doch, da könnte man sogar durch. Das könnte klappen. Aber nicht in meinem Fall mit dem ganzen Equipment, ist das gerade eher nicht so durchführbar. Oh, wieder was entdeckt. Eine Feuerstelle und dieser komisch grüne Fleck da an der Wand. Der passt irgendwie nicht zur Feuerstelle, beziehungsweise umgekehrt. Hübsch, hübsch, hübsch. Heil, heil, heil. Naja, ein bisschen. Hier könnte man auch sich vor Regen, denke ich, schützen. Ja, zack, zack. Kein Feuer. Und ja. Scheinen sich sehr viele Leute dran zu halten. Zumindest sieht es hier weitestgehend sauber aus. Weitestgehend. Also hier ist man wirklich gut geschützt vor Regen. Falls man Not am Mann ist. Oder man sich equipmentmäßig ausgerüstet hat, dass man hier in diesem Ofen eine Nacht verbringen kann. Ich glaube, für mich wäre das nichts. Wäre mir zu kalt. So, ich versuche auch so langsam meinen Weg runter zu finden. Ich glaube, den großen Winterberg, ja. Den großen Winterberg werde ich wahrscheinlich nicht erreichen. Es wird wahrscheinlich schon ein bisschen spät. Ja. Oh, hatte mich erst gewundert, wo das Geräusch herkommt. Falls man es hört. Es kommt von da ganz oben. Das ist ja cool. Sehr, sehr cool. Scheint auch durchaus mal schon Wasser lang zu laufen, so wie das aussieht. So, wie jetzt quasi. Mal gucken, ob sich da ein paar schöne Makroaufnahmen ergeben. Aus wie ein Eispalast. Spannend irgendwie. Irgendwie ist das spannend. Ha. Dann fließt das hier in diese Höhle rein. Oder in dieser Schacht. Da bilden sich ganz merkwürdige Sachen. Das sind so die Ecken, die irgendwie relativ unbekannt sind. Na gut, wie gesagt, ich gucke mal, ob ich hier ein paar Makros schießen kann.
Oh, jetzt bin ich gerade wieder auf dem Rückweg. Oh ja, das wackelt bestimmt eine ganze Menge. Das ist ein steiler Weg. Ja, da oben. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Da oben konnte ich mich auf jeden Fall eine ganze Weile rumplagen. Immer schön an der Klippe langlaufen. Irgendwie einen Rückweg wieder suchen. Das ist echt blöd, wenn viele Wege, die es irgendwie geben soll, doch nicht mehr zu geben scheint. Ja. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe einige schöne Sachen gefunden. Einige Aufnahmen gemacht. Und es gibt zwar diesen Satz oder diesen Tipp, dass man immer jeden Tag ein Foto machen sollte. Habe ich jetzt schon durchaus gemacht. Aber manchmal hilft es einfach auch, nur draußen zu sein. Oh, ich hoffe, ich komme noch nicht näher ran. Gut, das war erstmal diese Tour, war was Kleines, nicht viel. Ja, das muss ich nochmal übernehmen, wenn ich nochmal früh hier bin, ein bisschen nicht verplanter, sondern geplanter meine Sachen anpacke. Und mal schauen, vielleicht sogar in Begleitung. Sehen wir mal. Gut, bis dann. Tschüss.